Tiefen Ursachen für Depressionen und Burnout. Energetische Hintergründe. Erstens. Nachahmung von Idealen und Idolen. Zum Beispiel Helden und Krieger müssen immer kämpfen. Christen nehmen meistens Sünden, Fehler von anderen auf sich, tragen Kreuze, Leid und verdrängte Themen von anderen, leiden, da Jesus als christliches Idol gelitten hat, obwohl Jesus uns schon vor 2000 Jahren vom Leid und der Sünde der Welt erlöst hat. Esoteriker müssen sich hingeben und lieben, egal wie jemand sie ausnimmt und verletzt. Das ist eine alte christliche Form des Leidens, neu verkauft mit ewiger Hingabe. Fans von Idolen, die an Drogen gestorben sind, eifern über Drogen und Alkoholkonsum den Idolen nach. Zweitens, verstorbene Seelen. Verstorbene Seelen, die noch aus unerledigten Themen an einem hängen, können Krankheit, Sehnsucht nach Tod bis hin zum Tod auslösen. Drittens, Wirkungen aus alten Leben, Karma. Zum Beispiel Foltererlebnisse, zum Beispiel aus Kirchenleben, können sich in Schmerzen, Hilflosigkeit, Verzweiflung zeigen. Viertens, verlorene Zwillinge, Zwillingsseelen, die im Mutterbauch gestorben sind, jedoch in der Aura, dem Energiefeld des Überlebenden sind, mischen meistens noch stark in dessen Leben mit. Zum Beispiel der lebende Zwilling kann sich oft nicht entscheiden, fängt alles Mögliche an und beendet es nicht, macht 5 Sachen gleichzeitig, hat eine tiefe Sehnsucht nach dem Tod. Fünftens, Kriegstraumata aus den Ahnenreihen. Auf der Seelenebene werden unerledigte und verdrängte Themen an die nächste Generation weitergegeben oder Kinder übernehmen verdrängte Themen der Eltern. Sternentraumata, Wirkungen aus Leben von Parallelleben auf anderen Planeten. Da derzeit Dimensionen, Raum und Zeit sich verändern und Trennungen sich auflösen, die früher bestanden, sind andere Leben, Vorleben oder Leben auf anderen Planeten sehr viel stärker im Hier und Jetzt spürbar.